So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 1. Es geht wieder weiter. Wir markieren hier mal alles als gelesen. Wir haben Ausrüstung. Cool. Das hat zwar 10 mehr Damage, 15, aber... Weniger Präzision, das war ja allgemein schon nicht so toll mit der Präzision. Und hier ein Präzisionsgewehr ohne Präzision. Ja, also Leute, was... Oder? Meine, es macht 9 mehr Schaden. Wir nehmen das mal. So. So. Squad, haben wir Punkte? Nee. Wir haben ja keinen neuen im Team. Gut. Apropos, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich kann die Aliens nicht von den Tieren unterscheiden. Ganz Mein schön erster traurig. Posten beim Sicherheitsdienst war hier auf dem Präsidium. Größtenteils um Präsenz zu zeigen. Hier Hinter oben gibt es dir. nicht viel Kriminalität. Ach egal. So. Rex, wir machen das hier, oder? Zurück zum Turm. Sie sollten zugegen sein, wenn der Botschafter die Beweise der Quarianerin dem Zitadellrat vorlegt. Kehren Sie zum Zitadellturm im Präsidium zurück. Okay. Da waren wir schon mal. Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Samish Bhatia, ja. Commander Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Okay, das ist so ein Inder. Sprechen Sie. Was brauchen Sie? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Moment. Die 212.? Dann war Ihre Frau Nirali Bhatia? Ich bin Gunnery Chief Ashley Williams. Ich war in Ihrer Einheit. Chief Williams, ich bin sehr erfreut. Nirali hat oft von Ihnen gesprochen. Mein Beileid, Mr. Bhatia. Nirali war eine gute Frau und Kameradin. Was können wir für Sie tun? Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Okay, sagen Sie warum? Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Ah, wir stellen das klar. Es kann keinen guten Grund geben, dass Sie den Leichnam Ihrer Frau nicht freigeben. Warten Sie bitte hier. Für mein Das ist halt wieder eine Nebenquest, ne? Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Das tut mir jetzt echt weh. Ich möchte meiner Frau nur ein Ich möchte die nämlich gar nicht machen, wenn das jetzt eine Nebenquest ist. Ja, das ist eine Nebenquest. Boah, du tust mir so leid. Tut mir leid. Normalerweise hätte ich das sofort gemacht. Aber ja. Bei Mass Effect 1 machen wir erstmal nur die Hauptstory. Wenn der Zweier ein bisschen anders ist, machen wir da auch alles. Aber ja. Ich hoffe, ihr versteht mich. Präsidium. Zitadellturm. So, sie sind ins Zitadellturm angekommen. Hallo, Boss. Na los. Captain. Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper.
Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Oh, was? Es hat geklappt? Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Matriarchin Benesia? Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Gate-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Gate verehren sie. Die Gate glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach. Deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Noch nicht. Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Komm, wir machen das mal so. Sie haben schon mal an mir gezweifelt. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Der ist ein bisschen blind, der Kerl. Der muss eigentlich seinen Posten wechseln. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Gate benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Gate gefügig zu machen. Boah, ich habe sie gesehen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass er Der mischt da mit. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Gate davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Ja, das merkt man sofort, ne? Der Sparatus, der mischt damit. Schicken Sie mich. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Nein. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Es ist die beste Lösung. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Commander Shepard? Vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen.
Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spectre. Wir haben es geschafft, Alter. Das wurde aber auch Zeit. Wir sind mal so fresh. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. So, irgendwelche Tipps? Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Man muss die Kerle ja eh nicht ernst nehmen. Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Weil die nehmen uns auch nicht ernst. Wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Ich hätte von Ihrem Botschafter etwas mehr Dank erwartet. Typisch. Was erwarten Sie von einem Politiker? Los! Bin direkt hinter Ihnen, Commander. Mhm. Spectre Bonus. Spectre Training Talent freigeschaltet. Und der Loading Screen wurde sofort wieder übersprungen. Also wir haben hier jetzt was Neues. Wir haben Punkte. Jeder hat 4. Spectre Training. Die Spectres, die Elite-Agenten der Rat, verbessert Gesundheit, Präzision und Effizienz der Angriffe. Okay. Ah, erhöht Schaden, Dauer aller Talente und Angriffe um 1. 5% Gesundheit, maximale Präzision 2%. Cool, das skillen wir direkt. Einigkeit. Lässt tot das Squad-Mitglieder mit 30% Gesundheit auf 50 Schell wieder her. Oh. So, cool. Wir können Squad-Mitglieder wiederbeleben. Hat eine 75 Sekunden Cooldown-Zeit. Interessant. Natürlich kann nur ich das. So, zack. Präzisionsgewehr freigeschaltet. Attentat. Kann ich das nicht skillen? Nee. Nee, warte, Präzision. Sie soll das, eigentlich soll sie das Sturmgewehr benutzen. Sorry, was habe ich da nur geskillt? Egal. Du bist mal heile. Keine Ahnung warum. So, keine Ahnung warum. Du bist aber heile und du bist Damage Dealer. Macht keinen Sinn. Aber egal. Turianischer Agent. Soldat. So, du bist Undercover Healer. So. Und jetzt mit dem Botschafter sprechen. Der Botschafter wird Ihnen ein Schiff und eine Crew stellen. Treffen Sie sich mit ihm an der Andockbucht der Allianz. Dorthin gelangen Sie über den zentralen Fahrstuhl der C-Sicherheitsakademie. So. C-Sicherheitsakademie, wir kommen. Bezirke. Das ist der C-Sicherheitsdienst. Präsidium. Tja. Es muss wohl hier sein, ne? Sicherheitsdienst, Sicherheitsakademie. Ah, wir sind schon da. Da müssen wir rein. Hier sind ganz viele Leute. Sie? Rex. Mensch! Sind Sie Shepard? Warum? Gibt es ein Problem? Ich heiße Rex. Utnott Rex. Der Shadow Broker hat mir viel Geld gezahlt, um Fist loszuwerden. Nur, Sie waren schneller. Ich habe nur meinen Job erledigt. Fist zu erledigen war Teil meiner Untersuchung. Wenn ich für einen Job bezahlt werde, bringe ich ihn zu Ende. Allein.
Ja. Mir gefällt nicht, wo das hier hinführt. Aber ich habe diesen Job nicht beendet, Shepard. Das waren Sie. Also gehört das Geld Ihnen. Was? Sie bezahlen mich dafür, dass ich Fist getötet habe? Ich werde mich nicht mit den Lorbeeren eines anderen schmücken. Ich habe die Bezahlung auf Ihre Konten überwiesen. Ich fand's gut, wie Sie mit Fist umgegangen sind. Wir haben den umgelegt, by the way. Ich dachte, ich sollte vielleicht mitkommen. Den legen wir auch um, den Saren. Okay. Der will ins Team. Gute Entscheidung, Shepard. Jawohl, aber wir... Ups. Wir haben halt schon ihn. Chaos. Also Rex, du siehst halt schon cool aus, aber... Ich find's schade, wir können nur zwei haben. Ich hab mich jetzt für die beiden entschieden. Er ist aber auch... Okay. So. Dann war's das hier an der Stelle erstmal mit der Folge, Leute. Bedanke mich fürs Zusehen, haut rein.